Ich würde euch halt bitten, mir zuzuhören. Richtet eure Augen auf mich. Ich habe auf diesen Moment 20 Jahre lang gewartet. Und ich möchte, dass ihr mir zuhört, weil es wichtig ist. Nicht nur für mich, sondern möglicherweise auch für euch. Ich grüße erstmal diejenigen, die halt hier sind. Ich grüße vor allem die vietnamesischen Familien, die immer noch in Lichtenhagen wohnen. Ich grüße die People of Color, die hier sind, die schwarze Menschen, muslimische Menschen, Migranten. Ich grüße euch. Ich grüße auch die Lichtenheger und sage denen, ihr seid eingeladen, hierher zu kommen, mit uns zu feiern, weil das, was ich will, ist, dass die Menschen hier und auch die vietnamesischen Familien hier morgen besser behandelt werden. Mit mehr Respekt, mit mehr Anerkennung und mit weniger Gewalt. Daher seid ihr hier alle willkommen auf dieser Party. Ich bin hier, weil ihr hier seid. Ich bin hier, weil wir hier sind. Ich bin hier, weil du da bist. Ich bin hier, weil es Menschen gibt, die keine Angst haben. Ich bin hier. Ihr seid hier mit mir. Ich habe früher gedacht, dass ich niemals nach Rostock-Lichtenhagen komme und dort vorne das Sonnenblumenhaus sehe, wo vor 20 Jahren diese Scheiße passiert ist, wo vor 20 Jahren Menschen versucht haben, weiße Deutsche versucht haben, Roma und vietnamesische Menschen zu verbrennen. Und ich habe nie gedacht, dass ich hier bin, aber ich bin heute hier, weil ich keine Angst mehr habe. Wir haben keine Angst mehr. Nie wieder. Ich bin hier, weil ihr da seid. Ich bin hier, weil wir da sind. Ich bin hier, weil du da bist. Ich weiß, wer ihr seid. Wir sind Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, weltweit. Wir sind Antirassisten. Wir sind Antifaschisten. Wir wollen die Achtung der Menschenrechte weltweit. Wir sind gegen die Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt. Wir wollen radikaldemokratisch leben. Wir wollen, dass alle Menschen sich frei bewegen können, weil das ein Menschenrecht ist. Aber wer bin ich? Warum spreche ich überhaupt hier? Ich bin promovierter Kulturwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Ich bin Autor, Kurator und vor allem auch ein antirassistischer, dekolonialer Aktivist. Darum bin ich halt hier. Ich spreche aus einer deutsch-vietnamesischen Perspektive. Für mich, für uns ist es wichtig, die Aufarbeitung Rostock-Lichtenhagen nicht nur aus der weißen deutschen Dominanzperspektive zu machen und das Schweigen dort zu brechen, sondern auch unsere eigene Geschichte wiederzuentdecken, diese Geschichte anzueignen. Und das ist auch der Grund, warum ich euch meinen Leserbrief, den ich am 26.09.1992 an die Taz geschrieben habe, jetzt vorlesen werde. Dieser Brief wurde übrigens am 1.09.1992 zum Teil in der Taz abgedruckt. Ich möchte damit vor allem dokumentieren, dass es Widerstand gab. Es gab auch hier Widerstand. Im Sonnenblumenhaus haben die vietnamesischen Menschen sich versucht zu bewaffnen. Sie haben Knüppel benutzt, um sich gegen den Naziterror zu organisieren und sich zur Wehr zu setzen. Es gab also Widerstand. Und ich werde am Anfang über Lothar Kupfer sprechen. Und wenn ihr alle heute aufgepasst habt, dann wisst ihr, wer Lothar Kupfer ist. Er war der damalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Pogrom in Rostock. Lothar Kupfer, Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, fühlte sich nach den Angriffen so betroffen, obwohl die rassistischen Angriffe gar nicht ihm galten. Wahrscheinlich fühlte sich Kupfer auch schon vor den Brennen als Opfer von Verleumdung, in denen ihm Inkompetenz und Versagen vorgeworfen wurde. Aber dies zeugt immerhin von einer guten Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Die Betroffenheit, falls sie bestand, reichte jedoch nicht zu einem Besuch des Flüchtlingsheims in Rostock-Lichtenhagen. Leute, hier spielt die Musik, guckt mich an, das ist eure Chance. Wenn ihr, warum seid ihr heute auf die Demo gegangen? Um euch selber zu feiern oder weil ihr wissen wollt, wie es Menschen wie mir geht, wie es Menschen mit einem asiatischen Aussehen geht? Also, verdammt nochmal, guckt mich an. Um die Nazis könnt ihr euch doch später kümmern. Die sind den ganzen Abend da.
Die Betroffenheit, falls sie bestand, reichte jedoch nicht zu einem Besuch des Flüchtlingsheims in Rostock-Lichtenhagen als Zeichen des Mitgefühls bzw. der Solidarität, was von Antifaschisten unter Lebensgefahr praktiziert wurde. Komisch bzw. traurig ist nur, dass der Betroffene, Kupfer, sogleich das Asylrecht durch Ergänzung abschaffen will und sogar Verständnis für faschistisch-rassistische Gewalt aufbringen kann. Aber auch dieser Akt des triefenden Opportunismus und der Verlogenheit ist nur ein Kapitel im Buch Politik auf Kosten von Migranten. Gleichzeitig wurden und werden Opfer zu Täter gemacht, Verbrechen relativiert, erklärt und entschuldigt und die versuchten Mörder damit entlastet, weil sie, wenn nicht sogar freigesprochen. Das Prinzip der Machterhaltung hat in dieser Demokratie Vorrang. Schließlich sind die braven faschistischen Bürgerinnen das Stimmvolk von heute und die gewalttätigen Kids die Wählerinnen von morgen. Die meisten Politiker der etablierten Parteien trauen sich nicht, den Deutschen ihr Spiegelbild zu zeigen. Das von der mangelnden Aufarbeitung der narzisstischen Vergangenheit und dem allgegenwärtigen Rassismus in der deutschen Gesellschaft verzerrt ist. Durch die Sozialisation haben wir alle, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, diese Auffassung irgendwo verinnerlicht. Es ist viel leichter, mit bequemen Scheinwahrheiten zu leben, in denen die Deutschen sich als Opfer der Flut der Asylanten, der kriminellen Ausländer, die im Park herumlungern und damit das deutsche Ordnungsgefühl irritieren, der Wohnungsklauer und Dumpingarbeiter sehen. So werden aus Privilegierten plötzlich bedauernswerte Opfer, Benachteiligte und ungerecht Behandelte. Schließlich kommen auch noch Zukunftsängste, ein Bruch in der Biografie durch das verfallende Sozialmilieu, einschließlich Elternhaus, Werteverfall aufgrund des Zusammenbruchs der DDR und der sozialistischen Werte, Arbeitslosigkeit, Alkohol und Langeweile hinzu, die das Bild abrunden. Müssen wir Migrantinnen und Flüchtlinge dann nicht akzeptieren, dass die armen Jungs ein Ablassventil brauchen? Aber keine Sorge, der nächste Aufschwung kommt ganz bestimmt. Die Realität ist jedoch, dass Migranten und vor allem Flüchtlinge in einem viel stärkeren Maß unter Zukunftsängsten aufgrund der rechtlichen Ungleichbehandlung, das heißt unsichere Aufenthaltsstatuten, keine politische Beteiligungsmöglichkeiten, keine Bürgerrechte und einer noch schlechteren Situation auf dem Arbeitsmarkt leiden. Hatten wir keinen Bruch in unserer Biografie, als wir nach Deutschland kamen und Familien durch Bürgerkriege, politische, religiöse und ethnische Verfolgung, Morde oder einfach durch Armut auseinandergerissen wurden? Wurden wir nicht mit einer neuen dominierenden Kultur mit anderen Werten konfrontiert? Und haben die Flüchtlinge, die keine Arbeit finden können, weil sie nicht arbeiten dürfen, nicht ebenfalls Langeweile? Aber wem interessiert das schon? Wir veranstalten, obwohl unsere Probleme denen der Ostdeutschen im Nichts nachstehen, keine Pogrome. Daher kann dieser Erklärungsansatz kaum befriedigen. Diese Gewalt hat seine Wurzel im gesellschaftsfähigen Rassismus und Nationalismus. Die rassistisch-faschistischen Gewalttäter unterscheiden sich nur durch die angewandte Gewalt von den acht so braven Bürgerinnen, aber nicht durch ihre Auffassung. Noch leugnen sie, die Politikerinnen, die Soziologinnen, die Bürgerinnen. Aber wie lange noch? Das war mein Leserbrief. Ich bedanke mich, dass ihr heute 7500 Menschen heute nach Rostock-Lichtenhagen gegangen seid. Es ist ein großer Erfolg, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Aber ich habe auch zwei kritische Punkte anzumerken. A, finde ich es schade, dass keine Einbindung von migrantischen Organisationen, von schwarzen Organisationen, von People of Color Organisationen versucht wurde. Es gibt halt zum Beispiel The Voice, die Karawane für Flüchtlinge. Es gibt den Migrationsrat in Berlin, Brandenburg. Es gibt den Türkischen Bund mit seinem Antidiskriminierungsnetzwerk. Das sind alles potenzielle Bündnispartnerinnen. Dann wäre diese Demo heute noch kraftvoller, noch hybrider, noch viel, viel besser. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir die Zukunft lernen müssen. Raus aus dem weißen Einheitsbrei. Und die zweite Geschichte, die nicht weniger wichtig ist.
Wir haben heute um 11 Uhr die Gedenktafel angebracht. Dieser Text stammt aus dem Jahre 1992. Wenn ihr diesen Text lest, wisst ihr, dass nicht nur eine sehr, sehr problematische Sprache verwandt wird, wie zum Beispiel Zigeunerlager ohne Anführungsstriche, ohne Erklärung, sonst was zu benutzen, dass das deutsche Volk einfach so normativ hingenommen wird als etwas ganz Normales, was man einfach so benutzen kann. Und das Schlimmste aus meiner Sicht der Dinge zumindest, die vietnamesischen Opfer, die in diesem Sonnenblumenhaus 1992 um ihr Leben bangen mussten, die werden nicht mal erwähnt. Und das finde ich, ist sehr, sehr traurig, weil gute Intentionen alleine reichen nicht. Man muss halt aus Fehlern lernen können. Von daher hoffe ich halt, dass, wenn die endgültige Tafel angebracht wird, diese Probleme diskutiert und behoben werden. Zum Abschluss möchte ich euch halt noch ein ganz kleines Gedicht vorlesen. Zuerst auf Englisch und dann die deutsche Übersetzung von mir. I write to fight erasure, to demand a voice, to become visible, to claim my history. I write to turn on the light. Kitty Sue, Asian American lesbian poet and activist. Ich schreibe, um zu kämpfen gegen die Auslöschung, um eine Stimme zu erhalten, um sichtbar zu werden, um mir meine Geschichte anzueignen. Ich schreibe, um das Licht anzuschalten. Kitty Sue, asiatisch-amerikanische lesbische Dichterin und Aktivistin. Und ganz zum Schluss bin ich mir sicher, wir werden uns in Hoyerswerda wiedersehen, in Mölln, in Solingen, in Müggeln. Ich bin da, weil ihr da seid. Ich bin da, weil wir da sind. Ich bin da, weil du da bist.